Ladies and gentlemen, it's time for Main Event of the Sommerfeste! Kane? Ach so, da war mein Einsatz, ja. Da war der Einsatz. Schade, ich hab gedacht, du wolltest jetzt hier den... Ich wollte dich nicht aus dem Elan für den Main Event rausnehmen, weil ich gedacht, du machst die komplette Ankündigung. Na, ich dachte mal... Da mach ich weiter. Weißt du, ich wollte mal nicht egoistisch sein. Ja, ist ja okay. Es wird das WWE Undisputed Championship Match. Kane vs. Stone Cold in Hell in a Cell. Yeah! Kane hat er sich ausgesucht, nachdem Goldberg den Sieg gegen The Rock ergattern konnte. Und er hat gesagt, unsere Fehde Stone Cold wird in einem Hell in a Cell hier beim SummerSlam stattfinden. Das letzte Aufeinandertreffen. Kane gewann, Stone Cold gewann. Doch wer wird das alles entscheidende dritte Match gewinnen? Wo der Käfig auch immer herkommt, wo hängt er da nicht, aber okay! Was? Zaubern. Der Käfig. Der hing ja vorher nicht drüber. Naja. Naja. Ja, aber dann haben wir ja so eingestellt, damit ihr nicht gespoilert werdet. Quasi. Barrett Barrage gibt's doch gar nicht mehr. Der heißt doch jetzt schon Bad News Barrett. Oh mein Gott, das Spiel ist leider aktualisiert sich nicht. Wie wär's eigentlich, wenn ich hätte ein neues Gimmick für Goldberg. Wer gewinnt, ist erstmal wichtig, sonst so ragen die Leute. Keine Ahnung, Kane einfach, ich weiß es echt nicht. Ist mir auch egal, ist ob das mit geil. Ich sage, ja, dann sage ich Stone Cold einfach nur, damit es interessant bleibt. Ja. Was soll ich sagen? Hier, neue Idee für Goldberg Gimmick. Good News Goldberg oder so. Good News Goldberg. Ja. Alles klar. Erstmal ein harter Whip in GNG. Wow, was für ein DDT der von Stone Cold. Der hat Bock. Der hat mir Bock beim Main Event. Hell in a Cell hier beim Universe Modus. Back Body Drop hinterher. Kane überrennt fast den Ref beim Whip in. Ja. Ja. Also, hier erwarte ich mir eine Schlacht zwischen den beiden. Ja, da bin ich mal gespannt, inwieweit, ob da wirklich der Cage, der Cell hier eine Rolle spielen wird. Ich gehe mal nicht davon aus. Und vielleicht doch. Vielleicht ja doch. Aber vielleicht hat die KI ja mal Bock. Ja, vielleicht hat die KI ja mal Bock, auch Hardcore-Elemente reinzunehmen oder so. Richtig. Aber wer weiß das schon. Das werden wir erst sehen, wenn einer hier mal nach draußen gewippt wird. Kane, ja, genau. Guck mal, der hätte ihn schon kurz. Euch raus oder Backbody droppt euch raus. Bringt euch um, Hauptsache wir haben Spaß. Richtig. Ja, Side-Rush und Leg-Sweep von Kane. Also ich will hier kein Matchende sehen, ohne dass mindestens beide bluten. Ja, es wäre, alles andere wäre echt schade und schwach. Schöner Tilt-World-Slam jetzt hier von Kane. Und dann zieht er ihm das Bein weg und geht aufs Bein von aus. Das ist natürlich nicht schlecht, weil die Beine... Das macht er gut, ja. Aber gut, es ist vielleicht auch einfach nur ein Match, wo gebrawlt werden sollte, wo man dann nicht unbedingt... Jetzt geht's! Kane, hat er Bock? Oh, das sieht gut aus! Und zack, gegen den Käfig! Geht dann mit nach draußen? Ja! Jetzt geht's los! Hallo! Hallo, jetzt ist ja vielleicht mal was am Start. Erstmal der Eye-Rake von Stone Cold. Jetzt brawlen sie sich. Wieder Eye-Rake. Naja, Stone Cold, da kann man auch mal mehr machen. Ja, vielleicht aber jetzt auch mal Kane oder so. Oder Kane macht es dann. Oh! Oh! Gegen den Käfig. Und dann der harte Power-Slam auf den Boden. Das macht Kane richtig. Da kommt von Stone Cold jetzt noch zu wenig. Aber was willst du denn mit Eye-Rakes? Der hat eine Maske auf. Ja. Er müsste kaum in die Augen reinkommen. Oh, harte Punches. Wahnsinnskombination von Kane, die mit einem Uppercut endet. Die Stone Cold Steve Austin umschmeißt jetzt aber auch der Eye-Rake von Kane. Weil ja. Du kannst die schon lange, denkt er sich. Und wieder der Eye-Rake. Also, von daher. Ich stehen die nicht. Drauf. Ja, stehen die echt drauf. Ich weiß noch nicht, vielleicht geht's einfach noch nicht in den Käfig. Vielleicht sind sie noch nicht aber immer wieder gegen den Käfig jetzt gerade geboxt, hat man auch gehört. Ja. Kane kontert und, oh, harter Schlag in den Rücken. Jetzt ist das eine gefährliche Ecke. Käfig, Ringtreppe. Oh ja. Oh, Big Boot. Big Boot. Aber Austin steht den Big Boot quasi. Alter! Oh, der stifft da ihn zurecht. Der stifft den einfach nur kaputt, Alter. Und geht in den Ring und jetzt geht er wieder raus. Aber ist doch gar kein Count. Muss den Count gar nicht besetzen, ey. Als Ref langweilt sich da drin. Guck dir das ab, hier zurecht stift einfach. Wieder der Versuch und jetzt wieder der Eye-Rake. Also, warum macht ihr denn nicht mal was gegen irgendwie? Alter, aber so hast du dein Blut vielleicht schneller als erwartet. Ja, das könnte echt sein, wenn er da hier weiter so Austin zusammenstifft. Jetzt hier der Big Boot gegen den Hinterkopf. So, jetzt gehen wir wieder zurück in den Ring, damit die Eye-Rakes mal aufhören. Und läuft er in den Tiltable Power Slam, Stone Cold. Aber jetzt kann er hier kontern. Gut Kick. Will den Schlag durchbringen. Ja, kann aber auch Kane auskontern und kriegt dann einen Schlag durch. Beide gerade lange ausgekontert. Jetzt ist Kane
am Drücker, auch Austin Condards und Belly to Belly Slam. Oh, und den ganzen Ring runterreißt. Bein im Seil hängen. Macht's nicht gesünder, dann da auf die Matte zu klatschen, nee, und die Beine noch so hängen. Vermutlich nicht, das ist richtig. Aber Kane hat Austin draußen böse zurechtgestifft. Aber hallo, ey. Dem sein Gesicht möchtest du gar nicht vom Namen betrachten und er rennt wieder in diesen Tiltable Power Slam. Da muss er echt aufpassen. Also wenn er da jetzt noch ein paar Mal reinrennt, dann... Na, aber das geht das doch hier schneller zu Ende als er gewollt. Ja, oh, Clothesline von Stone Cold. Und Irek, ja, also beide... Oh, DDT. Und Austin schon. Fühlt sich da die Stirn, hat Angst, dass er jetzt hier blutet. Nach den ganzen Schlägen an den Kopf. Jetzt von Austin. Und jetzt duckt sich hier unter dem Move von Kane hinweg und zeigt jetzt hier einen Whip-In in die Ringecke. Ein harter Whip-In. Und Clothesline hinterher. So muss das. Jetzt wird weiter gestifft. Tada, Ref, schöne Beine hast du. Und wieder der Bulldog von Stone Cold. Ja, aber wäre mal schön, wenn die beiden mal nach draußen gehen würden oder so. Vielleicht auch einen hier durch die Zellwand hämmern oder ja, so. Okay, das wäre halt ein Traum, aber das passiert, glaube ich, nicht. Ja, wer weiß, wer weiß. Aber das Match ist ja noch jung. Boah! Was für ein Abwacker, der hat richtig geklatscht. Okay, kontert ihn hier aus. Ja. Au, aber Austin schafft's dann Austin trotzdem noch. Austin ihn irgendwie weg, stifft ihn jetzt in die Ringecke, hebt ihn nach oben. Superplex, vielleicht. Oh, das ist gefährlich. Ah, es ist... Nee. Oh, was wird das denn? Tower auf Landen! Tower auf Landen von Austin, okay. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Tower auf Austin, ja. Tower of Austin, richtig. Oh, weil er ja auch Tower geht natürlich nur bis 1. Weil er auch Tower of McGinnis hieß, ne? Ja, ja. Weißt du, wenn, dann ist es aber Tower of Texas. Genau. Tower of Texas. Okay. Oh, jetzt hier. Es kommt das Knie. Dieses mit den Schienen versehrte Knie ins Gesicht von Kane. Ah, und duckt sich auch nicht mehr viel und schön geduckt und dann mit einer Clothesline. Und jetzt geht er hier auf den Arm von Austin. Ah, aber immer noch kein Blut und keine Waffen. Ich will Blut. Ah, Schlag in die Magengrube von Austin. Oh, und jetzt hier. Austin jetzt. Ah, Slingshot. Slingshot King Kane. Okay. Ah, und Austin, jetzt hier. Komm her, komm her. Ich hole mir meinen Titel jetzt zurück, so wie sie das gehört. Und hier der Irek dann von Kane, um sich zu befreien. Und Side Rush und Next Week. Also die beiden waren mal kurz draußen und jetzt ist alles wieder in den Ring verlagert. Ja, also bisher, jetzt versuchen sie sich wieder auf die altmodische Art hier zu battlen. Oh, Choke Bomb. Oh, Wahnsinn. Von Kane. Auch kein Cover gesehen bis jetzt. Und jetzt geht er wieder aufs Knie von Austin. Doch, eins. Doch, eins. Ja. Austin bei 1 ausgekickt. Oh, Tilde World Power Slam hier. Und jetzt Kane mit den Pass. Schau dir diese brutalen Schläge an die Schläfe an. Oh, das ist halt ganz, ganz mies. Diese Lock-up. Und was kommt hinterher? Nur der Whip-In. Whip-In und dann wieder der gefährliche Tilde World Power Slam. So muss das. Ja, Kane macht das richtig. Auf jeden Fall. Oh, aber Austin konnte jetzt hier mal mit dem Back-Body-Drop. Also von Austin muss da mal ein bisschen mehr kommen jetzt. Sonst oh, Low-Blow von Kane und in den DDT rein. Eieieiei. Ja, aber Kane weiß ich jetzt hier schon nicht mehr zu helfen. Das heißt jetzt hier schon zum Low-Blow und hier will die harten Punches auf den Kopf von Austin. Ich habe die Befürchtung, dass wenn hier ein Tombstone durchgehen sollte oder so, oder ein Chokeslam, das ist das für Austin, weil ja, er hat so viel schon schnell, eingesteckt. Er hat schon arsch viel eingesteckt, das stimmt. Aber man wirft dann jetzt hier auch wieder nicht nach draußen, wieder in die Ringecke. Und dann kann Kane trotzdem Corner und Beerhawk. Oh, in der Ringmitte. Aber das kann nicht das Ende für diesen Main Event hier sein, oder? Das kann nicht und das darf nicht das Ende sein. Das darf eigentlich nicht sein, ja. Austin, das muss er aushalten. Das hält das aus. Das er hält's hält aus. Und, aber guck dir an, da geht's immer wieder aufs Bein von Austin. Auch er nimmt ihn halt systematisch auseinander. Er geht auf die Arme, er geht auf die Beine. Jetzt hier Whip-In und kurzgezogenes Knee hinterher. Er geht auf. Und jetzt aber Kemmel klatscht und Austin. Oh, und Kane, ja gut, ins Ringseil kommen ist nicht, ne? Es gibt keinen Rope-Break hier. Ja, ganz genau, kein Rope-Break, keine Disqualifikation. Aber schau es an, der powert sich einfach hoch. Und wirft Austin dann halb in die Ringecke. Halb in die Ringecke oder auf die Matte.
Whip-In jetzt hier von außen. Wieder nur dieses kurzgezogene Knie. Anstatt ihn einmal nach draußen zu werfen, wo er definitiv mehr Schaden anrichten könnte. Aber halt nur könnte. Und könnte und Feierabend. Und das könnte schon das Ende sein. Ja. Na, war das. One, two, three. Das war eine Demonstration von Kay. Ja, das ist einfach das Monster. Unfassbar. Er hat sich die Matchart ausgesucht und. Es ist ein etwas ernüchterndes Ende für einen rundum einen guten Pay-Per-View. Ich würde jetzt nicht sagen einen richtig geilen, das war Cage of Death, aber ein guter Pay-Per-View. Gut. Ja. Vor allem halt die letzten drei Matches waren super stark. Abgesehen von dem jetzt hier. Was aber dann ganz klar hier veranschaulicht wird, Kane ist nicht zu aufzuhalten und Austin hat den Titel halt dann doch nur vielleicht wegen der Stipulation damals gewonnen. Ja. Und Kane holt sich den Titel zurück. Aber es behält den Titel jetzt. Behält ihn und ist damit wirklich unumstrittener WWE-Champion. Ja, und Austin wird sich um anderes kümmern müssen als um den Undisputed Title. Aber du musst dir mal geben, wie Kane den hier zurecht gestifft hat, wie er den bearbeitet hat. Das war schon richtig krasse Machtdemonstration. Und das Land braucht neue Herausforderer. Wer soll Kane stoppen? Richtig, wir haben viel erlebt. Schönes Bild hier von Kane mit der Maske. Ja, wir brauchen tatsächlich neue Herausforderer. Viele Fäden sind hier beim SummerSlam heute geendet. Das heißt, morgen bei Raw sehen wir auch schon den Beginn von einigen anderen Fäden. Richtig, wahrscheinlich. Also jetzt wird alles neu zusammengewürfelt für den nächsten kommenden Pay-Per-View. Man kann sagen, es war ein schwacher Start in dem Pay-Per-View, wurde dann richtig episch mit dem Match of the Year Candidate. Und hatte da nochmal so einen kleinen Downer am Ende. Aber gut, was heißt Downer? Mein Kane hat einfach nur bewiesen, dass er ein Monster ist. Eben, ich würde auch nicht jetzt das unbedingt als schlecht bewerten, sondern es ist halt einfach krass. Es ist einfach richtig stark, was der Mann hier gemacht hat. Und da muss man halt dann auch sagen, da erwartest du dann auch kein 5-Sterne-Match, sondern dann hast du einen Champion, der zu Recht Champion ist und der dir in jedem Match beweist, warum er die Nummer 1 ist und das ist in Ordnung. Ja. Und damit verabschieden wir uns vom Sommerfestle. Richtig. Der Sommer ist vorbei, meine lieben Freunde. Wir gehen jetzt zum nächsten Pay-Per-View, weil ich weiß gerade gar nicht, was es ist. Ich meine, das ist Bound for Glory. Ja, es könnte natürlich sein im Oktober, ja, Bound for Glory. Mit einem TNA-Pay-Per-View. Mal gucken, ob AJ Styles was zu melden hat nächsten Monat. Wir wissen es noch nicht. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Ganz genau. Wir sehen uns morgen. Und wir sehen uns morgen und ihr dürft natürlich auch weiterhin in die Kommentare schreiben, was ihr denn für vernünftig für die Zukunft halten würdet. Denn wir richten uns ja ganz gerne nach euch. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Das war das SummerSlam. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe es hat euch gefallen, das war's für diese Folge. Wenn ihr eine Menge Spaß hattet, dann gebt dem Video doch einfach einen Daumen nach oben, denn das würde mir für die Zukunft sehr helfen. Wenn ihr noch mehr Let's Plays sehen wollt, dann klickt einfach hier links auf die Let's Play Spalte, denn dort kommt ihr auf eine Playlist mit über 100 angefangenen Let's Plays. Da denke ich mal, wird bestimmt was für euch dabei sein. Und wenn ihr keine Lust mehr auf Let's Plays habt, dann klickt ihr einfach rechts, denn dort könnt ihr auf eine Playlist kommen mit unseren Real-Life-Videos, Frittieren und Co. Da werdet ihr bestimmt auch eine Menge Spaß haben. Deine Videos sind absolut abgefahren. Und wenn ihr in Zukunft den Wolfpack joinen wollt und kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt unten auf Abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.